Trotaka. Trotaka war einer der Hauptschüler von Shankaracharya. Trotaka wird auch manchmal genannt Totaka. Trotaka ist ein Sanskritwort und heißt wörtlich die Wünsche zerstörend oder die Wünsche überwindend. Das soll heißen, Trotaka war ein Schüler von Shankaracharya, der über eigenes individuelles Mögen und Nichtmögen hinausgewachsen ist. Trotaka gehört zu den Schülern, die durch Bhakti zu Jnana gekommen sind. Und man kann die vier Schüler von Shankaracharya in zwei einteilen. Da gab es zunächst mal Trotaka und Padmapada. Und diese beiden waren Schüler, die gar nicht erstmal so hochintellektuell waren, aber große Hingabe, große Bhakti hatten. Und durch die tiefe Hingabe, auch die große Hingabe zu ihrem Meister Shankaracharya, haben sie die Gnade des Meisters erlangt und sind so zu Jnana, zum Wissen gekommen. Die beiden anderen Schüler waren Sureshwara, auch Mandana Mishra genannt, und Hastamalaka. Die beiden waren die großen Jnanis, die also über Erkenntnis hingekommen sind. Nur Sureshwara war jemand, der vorher gelehrt war. Sureshwara war älter sogar als Shankaracharya. Er war es, auch bevor er Schüler von Shankaracharya war, ein großer Meister, war sogar als Acharya anerkannt. Aber durch den Kontakt mit Shankaracharya erkannte er die Überlegenheit von Vedanta über die Purava-Mimamsa-Philosophie, der Sureshwara vorher anhing. Hastamalaka war jemand, der von Kindheit an nur am höchsten interessiert war. Das ist aber eine andere Geschichte. Hier geht es um Totaka bzw. Trotaka. Totaka, Trotaka, zwei Namen des gleichen Schülers von Shankaracharya, einer der vier Hauptschüler von Shankaracharya, einer der vier Schüler, die nachher auch selbst als Shankaracharya bezeichnet wurden, weil sie jeweils einem der Mats, einem der großen Hauptklöster von Shankaracharya leiteten. Also Totaka bzw. Trotaka, einer der vier Hauptschüler von Shankaracharya. Ja, ich rezitiere jetzt nochmal die Shankaracharya-Stotra als Teil der Guru Parampara-Stotra, wo auch Totaka bzw. Trotaka erwähnt wird. Und so wollen wir den Segen dieses großen Schülers und aller Schüler von Shankaracharya sowie von Shankaracharya selbst anrufen. Narayanam Padmapadam Havasishtam Shaktim Chadatputra Parasharam Cha Vyasam Shukam Gautapadam Mahantam Govinda Yogindra Matasya Shishyam Shri Shankaracharya Matasya Padma Padmapcha Hastamalakam Cha Shishyam Tam Totakam Vatika Karamanyan Asmat Gurun Santaramanatosmi Tam Totakam Vatika Karamanyan.